Hallihallo und nochmals herzlich willkommen auf meinem Kanal Katja Söld. Eigentlich stelle ich nicht so kurz hintereinander Videos rein, eigentlich einmal am Tag. Aber ich denke mal, die Schnur zieht sich langsam zu. Ja, ich zitiere böswillige Ausländer. Wie kommt das dazu im Artikel? Ich habe einen Artikel auf Türkisch gesehen, habe ihn mir dann mit Google Übersetzer erstmal übersetzen lassen. Habe dann natürlich den Bekir noch dazu kontaktiert. Wir kamen ja gerade vom Bazar und Bekir hat sich das durchgelesen. Google Übersetzer hat soweit alles richtig übersetzt. Manchmal kommt da ja auch so ein bisschen Unsinn raus. Ne? Ich habe schon, wer weiß, wie oft erwähnt, Türkei ist keine Bananenrepublik. Ihr könnt hier nicht machen und tun, was ihr wollt. Dieses große Problem, wo jetzt anscheinend ist, deswegen sage ich, es war egal, ob Makler oder irgendwelche Geschäfte oder ihr könnt euch hier nicht, ohne euch anzumelden, selbstständig machen. Das funktioniert einfach nicht. Das Problem, wo die jetzt sehen, und da gehen die jetzt dran, wo ich sage, finde ich gut, denn ich werde mein Business auch anmelden, genauso wie in Deutschland. Man muss Steuern bezahlen, man muss Abgaben bezahlen, man muss die Kasse anmelden bei der Bank. Ich werde euch dort ja mit hinnehmen. Dann bekommt man auch so ein Zertifikat, dass man angemeldet ist, weil wir haben ja schon jemandem geholfen dabei, und kann es sich hinhängen. Jetzt erzähle ich euch das Problem. Das Problem ist nämlich, wo jetzt die Gendarmerie hat, die können nicht in die Privathäuser rein, ja, in die Privatwohnungen rein. Und ganz viele meinen einfach Ausländer, mir ist jetzt egal, was für ein Ausländer, ob es jetzt Deutsche sind, ob es Russen sind, ob es Engländer sind, ob es Ukrainer sind, es betrifft alle. Ich kenne nämlich diese Sätze, ich erwähne sie gar nicht, ja, es betrifft alle und es sind nicht nur die Russen, es wird dann alles gleich da. Wir kennen selber, wo wir schon mitbekommen haben, genügend Deutsche, wo meinen, es ist eine Bananenrepublik, ist aber nicht so. Und denen wird jetzt nämlich auf den Grund gegangen, die haben es jetzt nämlich eingereicht und gesagt, liebe Leute, wir brauchen irgendwas, dass wir in die Privathäuser reingehen dürfen und gucken können. Weil viele Ausländer nämlich einfach denken, ach komm, wir machen das bei uns im Haus. Ne, was ja auch in Ordnung ist, wenn es regulär angemeldet ist, das Business. Und denken, da kann keiner rein. Und das Problem haben die erkannt, weil das finde ich selber eine große Sauerei, weil andere müssen hier auch Steuern bezahlen. Ich weiß nicht, was manche sich dabei denken. Dann würde ich mal ganz schnell die Beine in der Hand nehmen, falls ihr sowas zu Hause habt, und mal ganz schnell zum Steuerberater gehen und mal ganz schnell anmelden. Weil ansonsten ist nämlich, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, die Kacke am Dampfen, nenne ich es jetzt mal so. Deswegen nehme ich, beziehungsweise Bekir und ich, wir nehmen euch mit, wenn wir unser Business anmelden. Dasselbe Problem war mit den Maklern. Die haben auch hier sau viele privat irgendwo was verkauft. Ach komm, ich mach mal da, ach komm, ich mach mal da. Und nein, das geht einfach nicht. Hier sind genügend. Letztes Mal habe ich schon wieder eine Wohnung auf dem einen Kanal gesehen, wo es eigentlich gar nicht machen darf. Was soll der Mist? Andere machen Schulungen, andere melden es an, andere bezahlen Steuern. Und die denken einfach, ach komm, ist eine Bananenrepublik, wir können hier was machen, was wir wollen. Ist egal, ob man Wohnungen verkauft oder illegal irgendwelche Geschäfte macht. Nein, das geht hier nicht. Und den Leuten geht's langsam an den Kragen. Es ist nun mal so. Ich kann jetzt auch nicht einfach, wenn ich die Schulung gemacht habe, komm, ich mach mal, ja. Na klar, ich kann an Bekir und ich kann an Tarek oder wenn meine Tochter kommt, können wir an der Hülya, kann ich das Gerät machen. Aber solange das Business nicht angemeldet ist, kann ich das nicht hier in der Wohnung so einfach durchführen oder draußen im Laden. Das funktioniert nicht. Und es sind ja nicht nur Wohnungen, sondern es sind ja, die mieten sich, manche mieten sich hier einfach so kleine Dinger an, ne? Und fabrizieren dann ihr Geschäft. Hallo?
funktioniert nicht. Ich meine, Türkei ist wunderschön, man hat hier sau viele Freiheiten, man kann hier sau viel machen, aber bitte haltet euch doch auch an die Gesetze. Das ist nun mal so. Und ich war geschockt, weil diese Schrift böswillige Ausländer, wie gesagt, ich hänge euch den Artikel hinten dran. Und für jeden, der sowas macht oder gedenkt, sowas zu machen, ja, genauso wie Ferienwohnung. Man kann die Ferienwohnung regulär anmelden, auch als Deutsche. Da sind halt sehr viele Sachen zu beachten und dann muss man halt von seinen Einnahmen die Steuern bezahlen. Das ist so. Und so ist das wie mit dem Business. Wenn ich jetzt mir zum Beispiel ein Business anmelde, dann muss ich meine Steuern bezahlen. Wenn ich mir dieses, wo man mit der Karte bezahlen kann oder Bar, da kann ich ja den Knöpfchen drücken auf Bar oder Karte, dann muss ich an der Bank Gebühren bezahlen und ich muss aber auch Steuern bezahlen. Das ist doch ganz normal. In Deutschland traut man sich das doch auch nicht, oder? Traut ihr euch das in Deutschland? Nein! Warum traut man sich das nicht in Deutschland? Weil man dann direkt in den Knast kommt. Okay, hier weiß ich nicht, ob man direkt in den Knast kommt, aber dann kann man seine 7 Sachen packen und gehen. Und dann ist das Geheule wieder groß, ja, aber die anderen. Oder ja, aber bei uns wäre das nicht so schlimm. Doch, ist es. Man kann sich die Sachen nicht so hinlegen, wie man möchte. Und die haben jetzt einen Riesenbrief geschrieben. Und denn das Problem muss abgeschafft werden, weil es für die Einheimischen und für die Bürger, wo ihre Dinger regulär angemeldet haben, eine große Sauerei ist, weil die natürlich auch ein bisschen teurer sind, weil die müssen ja ihre Steuern auch bezahlen. Ne? Ich meine, wir waren selbstständig in Deutschland, wir wissen, was es heißt. Da Abgaben, da Abgaben, da Abgaben. Ey Leute, das wurde ja, manchmal haben wir uns gedacht, für was arbeiten wir überhaupt, beziehungsweise der Beek hier. Ja, weil da hat man ja mehr Steuern bezahlt, wie alles im Werte ist. Da hieß es selbst und ständig. Da hieß es mit 40 Grad Fieber arbeiten zu gehen. Also sage ich jetzt nur, Brandneuigkeiten aktuell, die Schlinge zieht sich zu. Es wird allem auf den Grund gegangen, die wissen zu genau, wer wo was macht. Die sind ja nicht dusselig. Ja, die sind ja wirklich nicht dusselig. Und so war das auch mit diesen Anmeldungen. Da hat gerade was geknallt oder geschossen. Da muss ich gleich mal gucken. Aber ich denke mal, die sind da am Schaffen. So, das wär's. Morgen das andere Video, wie gesagt, Bazar sollte eigentlich heute Abend kommen. Das setze ich jetzt direkt rein mit den Artikel im Anschluss. Euch trotzdem einen schönen Tag. Bis denn. Ciao, ciao.